So. Ja, geschätzte Anwesende, lieber Remco, liebe Ehrengäste, einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie alle hierher gekommen sind, dass Sie Interesse haben an diesem Thema. Es ist für mich aber auch eine ganz besondere Ehre, hier zu sein, Ihnen dieses Thema zu erklären. Und ich freue mich ganz besonders, nach Kaiwan, nach Michael sprechen zu dürfen. Denn es ist außerordentlich entscheidend für eine Demokratie, dass genau diese zwei Elemente Teil des Alltags sind, der Bürger. Nämlich als erstes, sich regelmäßig, unabhängig, eigenständig eine Meinung zu bilden, sich unabhängig zu informieren und auch das eigene mentale Immunsystem zu trainieren. Mit trainieren meine ich, dass man sich bereits jetzt vorstellt, was mache ich, wenn die Maskenpflicht kommt? Wie bereite ich die Kinder vor, dass wir das nicht annehmen werden? Es beginnt im Kleinen, was man im Großen umsetzen will. Und es hat mir sehr viel gebracht, sehr viel gegeben. Die Beiträge damals Ken Jebsen habe ich mir jeweils, wenn ich beruflich unter großem Druck stand und etwas Freiheit brauchte, geistige Freiheit, dann habe ich mir 2, 3 Videos reingezogen und die haben dann für 2, 3 Wochen mir die Power gegeben, ein bisschen Kontra zu geben, eigenständiges Rückgrat zu zeigen. Und wie wir gesehen haben, war die Information unserer Mitbürger nicht ausreichend im Zeitpunkt 2020. Und zum Glück gab es sehr viele, die auf die Straße gegangen sind, wo Michael Ballweg, aber auch andere die Initiative ergriffen haben, in der Meinung, wenn wir jetzt 2-mal eine richtig große Demonstration machen, dann ist die Sache gegessen. Denn die Deutschen gehen ja so normalerweise gar nicht auf die Straße. Und das habe ich auch gedacht. Und ich danke auch Michael und all deinen Mitstreitern dafür, dass ihr es versucht habt. Es war großartig. Und als dann langsam der Herbst kam, 2020, und der gesamte Irrsinn mit der Maske und weiteren Verschärfungen in die nächste Runde ging, da habe ich gemerkt, ich muss alles stehen und liegen lassen. Jetzt muss die Justiz dran. Und zusammen mit ein paar anderen Anwälten habe ich mich dann um sämtliche staatlich verordnete Corona-Maßnahmen gekümmert. Allen voran die Maskenpflicht bei den Kindern. Remco hat es vorhin erwähnt. Wo stehen wir heute, 3 Jahre später? Wir stehen 3 Jahre später im Rahmen der Justiz bei einer vollständigen Wahrheits- und Justizverweigerung. Ich gebe ein Beispiel. Im November 2020 wurde die erste Maskenpflicht in den verschiedenen Kantonen eingeführt und es hat jemand Einsprache erhoben und hat gesagt, wir müssen das sofort aufheben. Bitte Gericht, ich werde die Schädlichkeit der Maskenpflicht im Rahmen einer mündlichen Verhandlung nachholen. Da hat das Gericht einfach die mündliche Verhandlung abgelehnt und am Schluss dagegen entschieden, das Bundesgericht das bestätigt. Dieser Entscheid ohne einen tatsächlichen Nachweis, ohne eine tatsächliche Beurteilung der Schädlichkeit der Maske ist bis heute die Basis für die Praxis des Bundesgerichts und man hat bis heute keine Neubeurteilung vorgenommen, obwohl ich 8-mal jeweils einige Monate später mit neuen Erkenntnissen aufgewartet bin. Das ist eine Rechtsverweigerung. Das darf es nicht geben in einer Demokratie. Gut, aber was ich eigentlich sagen möchte, wenn über eine so lange Zeit die Grundrechte von so vielen Menschen so massiv eingeschränkt werden, wenn also das Pendel der Demokratie so weit ins Extreme rausgetrieben wird, dann muss was passieren. Da müssen die an der Macht dafür sorgen, dass dieses Pendel wieder zurückkommt. Und wir in der Mitte unserer Demokratie, unserer Verfassung stehen. Und das Letzte, was passieren darf, ist, dass das Pendel noch weiter ins Extrem getrieben wird oder dass eben, und jetzt komme ich zum Thema WHO, Strukturen geschaffen werden, die es erlauben, das Pendel dauerhaft in die äußersten Extreme zu treiben. Und das würde passieren, wenn wir nicht ganz erheblichen Widerstand leisten gegenüber diesen 2 neuen Rechtsinstrumenten. Worum geht es? Es sind rund 10 Punkte. Es wurden mir jetzt noch 16 Minuten vorgegeben und ich glaube, die wichtigsten Punkte schaffen wir hier kurz durchzugehen. Ganz allgemein gesagt,
Die WHO will nicht nur mehr Macht, die WHO will die absolute Autorität in Gesundheitsfragen. Wir meinen alle, den Absolutismus abgeschafft zu haben mit der Französischen Revolution 1789. Jetzt kommt der Absolutismus durch die Hintertüre der Gesundheit und Pandemievorsorge wieder zurück. Das ist ein Deckmantel. Es ist reiner Absolutismus, der ausschließlich einigen ganz wenigen dient, die ganz weit oben am Drücker sitzen und für uns jeweils eine Pandemie neu auflegen. Da kommt, und wie kann man diesen Vorwurf, diesen ungeheuerlichen Vorwurf, den ich hier vortrage, begründen und genau lesen in verschiedenen Dokumenten? Nun, zuallererst, und hier beziehe ich mich in der Hauptsache auf die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Zuerst einmal in Artikel 12, da ist schon bereits bisher ein Mechanismus zur Selbstermächtigung eingebaut. Was bedeutet Selbstermächtigung? Selbstermächtigung bedeutet, wenn man sagen kann, aus diesem oder diesem Grund, es kann ein Reichstagsbrand sein, es kann ein 11. September sein, aber es kann auch eine Pandemie sein, eine geplante, müssen wir, um euch zu schützen, sofort sämtliche Befugnisse haben, die vorher bei euch auf der Ebene der Nationalstaaten lagen. Dieser Mechanismus existierte bisher schon. Wir hatten bisher der WHO das Vertrauen geschenkt, dass man das nur im extremen Ausnahmefall und nur in berechtigten Notsituationen tut. Wir haben das jetzt gesehen, dass dieser Ausnahmefall in keiner Weise gegeben war. Und die Gründe für einen solchen Ausnahmezustand, Public Health Emergency of International Concern, der internationale Notzustand, die Gründe, die werden ausgeweitet. Wie erwähnt schon von Stefan, dieses Konzept One Health, also unter dem Titel zum Beispiel gestörtes Ökosystem oder Bedrohung der Biodiversität, weil beispielsweise das Klima sich verändert, CO2-Gehalt. Unter irgendeinem dieser Vorwände kann man sagen, die Gesundheit ist bedroht, wir in der WHO bestimmen jetzt den Emergency, den Notzustand. Und das wird dazu führen, wir haben es ja jetzt schon gesehen, eine Überlänge von über 3 Jahren hatten wir den Notzustand unter Covid. Das wird in Zukunft noch länger dauern, würden wir das so einführen und zulassen. Also ein permanenter Krisenmodus. Und was heißt das? Unter dem Krisenmodus wird die Rule of Law, das ist ein schöner Ausdruck von den Amerikanern und Engländern, also das Legalitätsprinzip, man darf nur handeln auf der Basis des Gesetzes, soweit das Gesetz es dem Staat überhaupt erlaubt, mit einem Schlag ersetzt durch das Willkürprinzip. Also der Machthaber darf frei bestimmen, mit maximaler Willkür, welche Maßnahmen und Anordnungen er für geeignet hält. Und wenn ich sage er, dann meine ich in diesem Fall tatsächlich ihn. Die Situation sieht so aus, dass das tatsächlich in der Person des Generalsekretärs von der WHO allein bestimmt werden darf. Und es wird kein Staat die Möglichkeit haben, die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit und die Sicherheit einer Maßnahme zu überprüfen. Also dann kann es automatisch wieder heißen Lockdown, Maskenpflicht, Testpflicht, Zertifikat als Zutrittsvoraussetzung zum öffentlichen Leben, zum Reisen bis hin zur Impfpflicht. Ja, Impfpflicht. Warum sage ich das? Mit diesem Mechanismus wird automatisch auch neu nach den internationalen Gesundheitsvorschriften Anpassungen, wer das nicht glaubt, kann das nachlesen, in Artikel 13a und in Artikel 42, die bisher nur als Empfehlung, unverbindliche Empfehlung gedachten Maßnahmen, die werden verbindlich. Die Staaten verpflichten sich, heißt es dort, diese Maßnahmen umzusetzen. Und welche Maßnahmen? Ich spreche von den Maßnahmen, die bisher alle schon in Artikel 18 aufgelistet sind. Da stehen alle Maßnahmen, die man bisher hätte machen können als Empfehlungen. Und da steht eben auch Nachweis der Impfung, wörtlich. Dann noch drin steht auch Nachweis des Testens, des Gesundheitszustandes, aber da steht Nachweis der Impfung. Wenn also eine Empfehlung, Impfung sei nachzuweisen, rechtsverbindlich wird, dann heißt es Impfpflicht. Und wir hatten bisher die Situation, ganz interessant, die Weltgesundheitsorganisation hat ja nicht einfach gesagt, wir haben ein paar Impfungen, es gibt Hersteller, die haben sich da schon angestrengt,
ganz schnell etwas aus dem Boden zu stampfen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Alternativen. Probiert mal aus und dann schauen wir, was am besten funktioniert. Nein, die WHO hat gesagt, diese Impfung, Pfizer, Moderna und die zwei, drei anderen. Sie hat sich de facto als oberste Zulassungsbehörde betätigt, schon bisher. Das wird in Zukunft die Realität werden. Ich sagte also, die Rule of Law, Gesetzesprinzip, wird ersetzt durch das Prinzip der Willkür nach dem alten Sprichwort, Not kennt kein Gebot. Und ich habe erwähnt, Empfehlungen werden verbindlich werden. Das heißt also auch, gentechnische Veränderungen der Zellen von gesunden Menschen, was wir bis jetzt haben, aufgrund der mRNA-basierten Impfungen, also die gar keine Impfungen sind, schon das Wort Impfung ist eine Täuschung, solche Substanzen können angeordnet werden unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung. Dann könnte man ja vielleicht noch vermuten, ja, das werden die bestimmt nicht tun. Kein Mensch tut solche bösen Dinge. Am Ende fällt das ja alles auf einen selber zurück. Das mag vielleicht so mit dem Karma funktionieren, aber juristisch und Schadenersatz und strafrechtlich wird es nicht so sein. Die genießen vollständige Immunität und zwar nicht nur die WHO und alle ihre Mitarbeiter, sondern auch die Hersteller, wie wir gesehen haben. Das heißt, die Hersteller, deren verbundene Unternehmen die WHO finanzieren, ich spreche von der Bill und Melinda Gates Stiftung, genießen vollständige Immunität für die Schäden, von denen sie wissen, dass die bereits eintreten werden. Denn die haben ja die Versuche gemacht und die Versuche abgebrochen, weil sie gemerkt haben, die Resultate waren so katastrophal. Und deshalb haben sie in ihre Verträge, Verkaufsverträge mit den Mitgliedstaaten hineingeschrieben, es kann dann sein, dass diese Substanzen Schäden haben, die kennen wir nicht. Das ist gerade kürzlich bekannt geworden, wir kennen sie nicht, aber wir haften trotzdem nicht dafür. Also vollständige Immunität der Hersteller, vollständige Immunität der WHO für das Ausrufen dieser Maßnahmen. Und dann, ich komme zurück zu dem zur Fachdisziplin, zur Disziplin, die Kaiwan meisterhaft verteidigt und vertritt, die Informationsfreiheit, die Meinungsfreiheit, das Anregen zum kritischen Denken und zum Widerspruch, das können wir alles vergessen. Ja? Das ist die Auffassung der WHO gemäß aktuellen Entwürfen. Und wie wichtig diese Vorstellung ist, ein Informationsmonopol zu haben und sogar die Zensur durchsetzen zu dürfen, erkennt man daran, dass diese Bestimmung sowohl im Pandemievertrag, also im aktuellen Entwurf von Juni 2023, als auch in den Anpassungen der Gesundheitsvorschriften an beiden Orten verankert ist. An beiden Orten. Mir ist es ein Rätsel, warum nicht einmal unter diesem Aspekt die Standardmedien, unsere offiziellen Medien, diese neue Thematik aufgreifen. Die müssten doch sagen, meine Güte, ich habe doch nicht Journalismus studiert, damit mir nachher die WHO vorschreibt, was ich den Menschen in der Schweiz zu erzählen habe. Meine Güte, das ist für mich der Beweis, dass Neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeiger, Schweizer Fernsehen und der Blick, dass sie aktiv diese Einschränkung der Meinungsfreiheit, die gesamte Einschränkung unserer Demokratie mittels dieser zwei Vertragswerke aktiv promoten. Das kann nicht sein, dass die das nicht sehen. Es ist ihr Job, solche Aufgaben, solche neuen Entwicklungen zu verfolgen. Und ich fordere diejenigen auf, die für solche Medien arbeiten, lesen Sie diese Verträge endlich und sorgen Sie dafür, dass Ihre Leser die Wahrheit erfahren. Es ist eine Schande, dass das die Medien nicht tun bis jetzt. Und ich möchte gar nicht den Eindruck erwecken, oder es wäre total falsch zu sagen, dass das reine Zukunftsmusik ist. Das herrscht ja bis jetzt schon bereits. Die Verträge mit Google, mit Facebook, mit YouTube, die sind schon längstens in Kraft. Jeder von Ihnen hat die Sperrungen, die Löschungen von Beiträgen, von guten Beiträgen ja schon seit x Jahren verfolgt, gesehen.
dann kürzlich eingeführt in der EU, der Digital Services Act, der die Kommunikation in den sozialen Medien beschneidet. Und dann ein ganz übliches Machwerk, schon verabschiedet, Mai dieses Jahres bei der Weltgesundheitsversammlung, eine Resolution über Behavioral Sciences. Die Staaten werden verpflichtet, die Errungenschaften der Verhaltenswissenschaften einzusetzen. Also zum Beispiel durch Einschüchterung kann man Menschen dazu bringen, dass sie reflexartig sagen, gebt mir die Maske. Bitte, wo ist die Impfung? Zum Beispiel dieses Panikpapier ist ein sehr gutes Beispiel. Bundesministerium in Deutschland, im Mai 2020 wurde das geleakt, Bundesinnenministerium. Das ist ein Beispiel für das Einsetzen von Angst. Das fällt in den Bereich der Behavioral Sciences, Verhaltenswissenschaften. Das wurde verabschiedet, dieses Papier von der WHO im Mai dieses Jahres. Und da steht drin, Mitgliedstaaten, die verpflichten sich, die Erkenntnisse, die Errungenschaften der Verhaltenswissenschaften einzusetzen. All diese Dinge, was heißt das? Wir haben gelernt, oder wir wissen, ohne freien Diskurs, ohne freie Information gibt es keine Wissenschaft. Und es gibt keine medizinisch wirksamen Behandlungen. Und es gibt auch ohne freien Diskurs und freie Information gibt es auch keine fairen Gerichtsverfahren. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. Es hat keine Rolle gespielt, wie viele Beweise ich angeschleppt habe. Die wurden allesamt nicht gelesen. Ohne freien Diskurs und freie Information gibt es am Ende keine Demokratie. Und vor allem aber ohne freien Diskurs und freie Information gibt es keine wirksame Zustimmung. Weder zu demokratischen Handlungen noch zu einer Impfung. Denn die Voraussetzung für eine Verpflichtung, für den Kauf eines Autos, ist, dass ich vorher über alle entscheidungsrelevanten Tatsachen aufgeklärt bin. Und kein Mensch in der Schweiz, der sich hat impfen lassen, wurde wirklich über sämtliche entscheidungsrelevanten Tatsachen im Zusammenhang mit dieser experimentellen Substanz aufgeklärt. Das heißt, Informationsverweigerung, Diskursverweigerung. Das steht in Artikel 18 Pandemievertrag und in den Anpassungen der Gesundheitsvorschriften Artikel 44 Absatz 1 und Absatz 2. Von mir nicht erfunden. Wir sind schon bei Punkt 7. Dauerhafte, ja, dann könnte man vielleicht hoffen, ja, das kann man ja überprüfen. Ich muss sagen, es gibt leider keinen Mechanismus, der vorgesehen ist in diesen Gesundheitsvorschriften, aus denen man eine Überprüfung und eine Prüfungshoheit ableiten könnte. Also wenn einmal der Gesundheitsnotstand ausgerufen ist, dann ist es im freien Ermessen des Generalsekretärs, jetzt Tedros, zu entscheiden, wie lange der andauert. Noch zur Erinnerung, 3 Jahre hat er für Covid angedauert. In Zukunft mit diesen Wischiwaschi-Gründen kann es noch viel länger dauern. Wir haben keine Überprüfungsmöglichkeiten, was Nutzen und Wert und Gefährlichkeit von Impfungen anbelangt, schlichtweg nichts. Wir geben die Souveränität total ab. Die Entscheidungsbefugnis über die allerwichtigsten Aspekte unserer Gesundheit. Ja, und das betrifft ein Grundprinzip unserer Verfassungen, die alle Verfassungen in Europa haben. Das nennt man Gewaltentrennung, eine Errungenschaft nach der Französischen Revolution, mit der man zum Ziel hatte, die Macht in Schach zu halten. Deshalb auf Englisch Checks and Balances. Das wird über Bord geworfen. Vom Moment an, wo die WHO Notrecht ausruft. Dann zum 8. Punkt. Ja, am Ende, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Entscheidungsgewalten der Staaten, das heißt die nationalen Behörden, die nationalen Parlamente und die Gerichte, nicht selber entscheiden dürfen, was man im Falle einer gesundheitlichen heiklen Situation tun darf und tun sollte. Das heißt, selbst wenn man in der Schweiz erkennt, diese Impfung ist gefährlich, sie bedroht uns, sie bedroht unsere Kinder, wenn wir das alles bewiesen haben, ETH, Studien, was auch immer, müsste man eine solche experimentelle Substanz weiterhin einsetzen. Ja, und damit in der Summe, Sie ahnen es, haben wir es zu tun, nicht bloß mit einer geringfügigen Einschränkungen im Zusammenhang mit gesundheitlichen Fragen, sondern wir haben es zu tun
mit einer dauerhaften Bedrohung und ich sage sogar dauerhaften Veränderung von unseren wichtigsten verfassungsrechtlichen Grundprinzipien, die zum Schutz unserer Demokratie und zum Schutz von unseren Grundrechten wie Pfeiler in den Boden gerammt wurden, in all unseren Verfassungen. Und das soll keine Vorlesung sein, ich sage einfach nur ganz stichwortartig, das Gewaltentrennungsprinzip, das Demokratieprinzip, dass wir bestimmen, was mit unserem Leben passiert, welche Regierungsform wir haben, welche Parteien wir haben, wer über unser Schicksal entscheidet. Das ist ein ganz zentrales Grundprinzip in allen unseren Verfassungen. Das, ich sagte schon, Gesetzmäßigkeitsprinzip, Rule of Law gegen Willkür anstatt Willkür. Das Zensurverbot, 17 Absatz 2, zwingend verankert in der Schweiz. Und eben der Schutz der Grundrechte und auch die Möglichkeit eines jeden Staates, die Handlungsprioritäten selber festzulegen. Ist nun die Handlungspriorität über 3 Jahre lang der Kampf gegen ein bestimmtes Virus und seine sämtlichen Mutationen? Oder dürfen wir uns endlich um die Entwicklung unserer Kinder kümmern? Ja? Also das alles, die verfassungsrechtliche Seite, heißt im Grundsatz, im Kern und im Resultat, wir haben es mit nichts weniger zu tun bei den internationalen Gesundheitsvorschriften als mit dem Versuch, eine Verfassungsänderung durch die Hintertür zu umgehen. Das heißt, die ordentlichen Vorschriften, die wir haben, wenn man unsere Verfassung so ändern würde, würden lauten, zuerst mal muss man darüber abstimmen, wollen wir überhaupt ein solches Verfahren einleiten? Und dann würde es einen breiten demokratischen Diskurs geben. Und die letzte Verfassungsänderung mit Wirkung 1999 war nur kosmetischer Natur. Und wissen Sie noch, wie lange man darüber debattiert hat, über die letzte Verfassungsänderung? Man hat die Abstimmung 1988 gemacht für den Startschuss. Und 1999 die Schlussabstimmung. 11 Jahre, es waren sogar 12 Jahre lang, hat man nur über kosmetische Änderungen demokratisch debattiert. Und das ist Demokratie, so gehört sich das. Nun, das Ganze, Sie wissen es, diese ganze WHO-Machterweiterung erfolgt, ohne dass die WHO einen kritischen Blick zurückgeworfen hat. Braucht sie auch nicht, sie ist ja immun. Was interessieren uns unsere Fehler und Schäden? Ja? Ohne eine After-Action-Review. Und, was man auch ganz klar festhalten muss, ohne Zuständigkeit. Denn für gesundheitliche Fragen, bitte, für gesundheitliche Fragen sind die Behörden in der Schweiz der Kantone, in Deutschland der Bundesländer zuständig. Da kann man das auf Länderebene ausreichend gut regeln. Aber ganz sicher nicht eine globale, einheitliche Behörde. Nun, und das Stoßende am Ganzen ist, zahlreiche Einzelpersonen und Parteien haben bereits kritische Fragen gestellt. Parlamentarier an den Bundesrat. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Und wissen Sie, was die Antwort jeweils war, wenn man zum Beispiel gefragt hat, wie wollen Sie diese Verfassungsbrüche verhindern? Warum tun Sie nichts, um unsere Grundrechte zu schützen? Die Antwort war einheitlich, wir können noch nichts sagen. Kommen Sie bitte wieder im Mai 2024. Es sind noch Verhandlungen. Und wissen Sie, was dieselben Leute im Mai 2024 sagen werden? It's already decided. 80%, 80% aller Länder der ganzen Welt haben zugestimmt. Jetzt wollt doch ihr stupiden Schweizer doch sicher nicht sagen, wir steigen da aus. Ja? Oder Deutsche, Volk, ihr Volk, was habt ihr für eine Vorstellung über internationale Prioritäten? Das heißt, im Moment wird uns kein Forum geboten für einen öffentlichen Diskurs. Wir werden nicht informiert, weder von den Regierungen noch von den Medien. Und wenn wir dann theoretisch mitreden wollten, wird uns das entgegengehalten werden. Und das bedeutet, weil niemand davon berichtet, wir sind der Souverän. Wir sind die Steuerzahler. Wir müssen das alles finanzieren. Wir werden die gesundheitlichen Schäden an uns und an unseren Kindern ausbaden müssen, wenn wir uns da nicht dagegen stemmen. Das bedeutet, wir mischen uns ein. Wir mischen uns ein, bitteschön. Wir sagen jetzt schon, Bundesrat, das, was ihr da macht, das ist eine Verfassungsrevision.
das sind nicht nur kosmetische Korrekturen an einer Verordnung im Gesundheitswesen, sondern ihr entscheidet über unser Schicksal. Ihr entscheidet, wer das Schicksal der Schweiz in der Hand hält. Und wir können es nicht mehr zurücknehmen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren, auch wenn der Bundesrat sich auf den Standpunkt stellt, zu sagen, Moment, Gesundheitsvorschriften, da schauen wir doch mal ganz kurz nach. Ja, das sind doch nur Vorschriften im Sinne der Verfassung, WHO Artikel 21. Vorschriften darf die WHO-Verfassung in Eigenregie erlassen. Die Staaten müssen es nachher umsetzen, außer es gibt einen Widerspruch. Für den Widerspruch stehen im Moment noch 18 Monate zur Verfügung. Ab 1. Dezember dieses Jahres wird es verkürzt auf 10 Monate. Das bedeutet, ab Mai 24, 10 Monate, 31. März 25, wenn bis dahin der Bundesrat nicht Widerspruch eingelegt haben wird bei der WHO, dann wird es umzusetzen sein. Und bis jetzt deutet nichts darauf hin, dass der Bundesrat auch nur im Ansatz daran denkt, Widerspruch einzulegen. Der Bundesrat sagt, die WHO muss mehr Macht haben. Sie muss die nächste Pandemie besser bewältigen können. Das ist die Realität. Und deshalb sehe ich mich als einen Zeugen dieser Situation. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen, meine Mitbürger, meine Mitmenschen aufzuklären, weil ich die letzten 3 Jahre versucht habe, evidenzbasierte Entscheide herbeizuführen, eine Korrektur dieses Unrechts. Und weil ich sehen musste, dass ich bis jetzt keinen Erfolg hatte, obwohl jede Klage besser und präziser und von noch mehr Wissenschaftlern unterstützt eingereicht wurde. Über die Strafanzeige gegen Swissmedic, das ist noch offen. Werde ich in der nächsten Woche eine aktualisierte Fassung Version 2.0 einreichen. Das lassen wir nicht so schnell sein. Da werde ich massiv nachlegen. Ganz massiv. Ja, und damit bin ich wirklich schon am Ende dieses Überblicks. Es tut mir leid, es ist wirklich etwas technisch. Aber wenn es um unser Leben geht, um unsere Gesundheit, um unsere Kinder, dann müssen wir diese Anstrengung leisten und das schaffen wir auch. Und dann, wie Remco am Anfang gesagt hat, werden wir es schaffen, nicht nur 2 Leute davon zu überzeugen, dass das unbedingt abzulesen ist, sondern jeder, wie Stefan Rittiger gesagt hat, werden 10. Jeder wird 10 Menschen darauf aufmerksam machen und wir werden Widerspruch einlegen. Wir müssen uns selbst autorisieren und nicht die WHO. Und wir haben gesehen, ja, der Staat hat uns tatsächlich belogen und wir sehen keine Anzeichen dafür, dass er sich entschuldigt für die letzten 3 Jahre. Und deshalb müssen wir unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Hoffnung sehe ich. Warum? Ich sehe deshalb Hoffnung, weil das Unrecht und all die Schäden so kolossale Ausmaße annehmen, dass es nicht mehr verborgen bleibt. Es bleibt nicht mehr verborgen. Und auf unserer Seite werden wir immer mehr. Und wir müssen diesen Prozess vorantreiben. Es geht um unsere Zukunft und es geht um die Zukunft unserer Kinder. Gemeinsam und mit der Hilfe auch unserer Kollegen im Ausland, wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit, werden wir das auch schaffen. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke.